Leider, dass ich erst zu spät dazuschalte bei diesem Set, aber oder bei diesem ersten Match, weil beide schon einen Stock verloren haben, weil Philipp eine sehr schöne Forwards-Match zum Edge Garden gemacht hat. Aber ich dehydriere hier und muss mir was zu trinken holen. Dass sie auf Final Destination gestrikt haben, wundert mich nicht, denn Craig weiß nicht, dass das Phils Lieblingsstage ist. Andererseits ist es ja noch relativ knapp zwischen den beiden. Phil hat von Liver den Trick, den Tipp bekommen, dass er Craigs Sheik nicht unterschätzen soll. Und ich schätze mal, das tut er auch nicht, denn er respektiert ihn wirklich sehr gerade. Er spielt nicht so ballsy und reckless wie sonst, sondern sehr, sehr safe. Er schießt viele Pillen etc. Interessantes Spiel. Im Hintergrund läuft die Offspring. Wir sind sehr glücklich hier. Schöner Power Shield hier, hat leider nicht viel geholfen, Philipp mit der Up Aerial da und führt jetzt mit einem kompletten Stock. Ja, Craig, aka Twitchy Nose, der Sheik-Spieler hier in dem Fall. Die aufgeladene Forward Smash hat nicht geholfen, aber der LeBron hilft immer. Der kommt aus Schottland und ist erst zum Jahresbeginn jetzt nach Berlin gezogen. Und das ist jetzt sein erstes Melee at Meltdown-Turnier und er schlägt sich schon ziemlich gut gerade, muss man sagen. Losers Runde 5, das heißt, glaube ich, Top 8 schon. Das kann man, kann sich durchaus sehen lassen. Oh, schöne Down Area von Philipp. Und schöner Power Throw beendet das Match. Ja, Two-Stop, ziemlich solide. I walk the line. Und wir sind gespannt auf den Counterpick von Craig. Ich weiß nicht, was Philipp bannen will in dem Matchup. Eigentlich kommt er auf allen Stages ganz gut zurecht. Ich schätze mal, am ehesten würde er Traumbrunnen bannen. Ich werde gestreichelt. Ich habe nicht ganz mitbekommen von wem, aber irgendjemand wird es gewesen sein. Und da gehen wir auf Dreamland, weil Craig nämlich auch einen schönen Marv in der Tasche hat, mit dem er gelegentlich auch mal glänzen kann. Nichtsdestotrotz führt Philipp doch schon sehr, sehr eindeutig nach diesen ersten 13 Sekunden hier. Oh, und wo ich gerade von Führung sprach, macht er den fatalen SD und kriegt das Edge Guard nicht. Craig wieder auf der Stage, schöne Forward Smash von ihm, schönes Dash Dancing, aber leider kommt die Neutral Aerial sehr, sehr spät raus und trifft ihn hart, sodass ein Edgehog genügt, um den Stock zu ziehen und wir sind wieder even. Ja, Philipp sollte ab jetzt nicht mehr SD'en, um das Ding in der Tasche zu haben. Und oh mein Gott! Oh, die Forward Smash! Sehr, sehr knapp nicht getroffen da. Schöne Forward Smash von Craig, aber Philipp sehr, sehr weise, sehr tief gegangen mit dem Edgeguard. Mit dem Recover. Ich kann nicht mehr richtig reden, ich bin sehr, sehr im Eimer. Es tut mir echt leid, Freunde. Mm.
will er mit dem schönen Sweet Spot hier. Aber die Forward Smash ist auf Yoshi's Story leider Gottes überall. Philipp überstürzt da nichts, lässt sich nicht auf diese Hin- und Her-Spielchen von Craig ein und ja. Oh mein Gott, kommt wieder ran, es sah sehr knapp aus. Schöner Wave Dash aus dem Schild zur Down Smash, zieht den zweiten Stock. Und auch Craig lässt sich davon nicht beeindrucken. Schönes Match, gefällt mir sehr gut, was die beiden da machen. Oh mein Gott, der Mexican Standoff. Grabs und Air Dodges, Spot Dodges und Grabs und Spot Dodges. Liver hat mich ganz verwundert angeguckt, er dachte wahrscheinlich, ich habe einen Schlaganfall, weil ich immer das gleiche gesagt habe. Dabei habe ich nur gesagt, was gerade passiert ist. Oh, schöner Grab von Filder und Back Aerial. Den Rejump von Craig hat er, aber er kann nicht verwandeln. Philipp hat heute offenbar Probleme im Edgeguarden. Wir sind wieder neutral. Craig behält die Center Stage. Keine schlechte Idee von ihm. Aber Phil kann sich auch abseits der... Sehr schön Escape. Phil kann sich auch behaupten, wenn er nicht in der Mitte der Stage ist und landet immer wieder Hits. Und in dem Fall auch mit einem sehr schönen Cape zum Edgeguard. Du hast... Nein, hast du nicht. Gegen Heber. Du hast... Edo hat nicht gegen Ich hebe euch in SSB 64 gewonnen, wie es vielleicht zu erwarten war. Er ist zu gut, ne? Edo, hier, nimm das zweite Mikrofon und wir gucken uns das zweite Match. Das ist für Craig womöglich der letzte Stock in diesem Turnier. Es sei denn, er holt das Match noch. Aber Phil ist gerade on point, Digga. Sieht even aus, ne? Für dich auch. Ja, glaube ich auch. Er liegt auch schon ein Match vorne. Dementsprechend wäre das für ihn Matchball. Für Craig ist es der letzte Stock im Turnier, das heißt nochmal extra Motivation, ne? Da hat er sich ganz unvorteilhaft von der Down Smash treffen lassen und das war's. Er ist raus. Ich glaube, Siebter müsste er geworden sein. Keine schlechte Leistung für sein erstes Turnier hier. Ich glaube, Siebter oder Neunter. Ich glaube eher Neunter. Mal gucken. Oh, Usleon gegen Akuma. Nice. Perfect Shadow ist super gehypt. Der hat Bock. Und er ist auch noch drin. Er muss danach gegen den Gewinner von KP und Hebi, glaube ich. Oder gegen einen von den... Nee, ich glaube gegen den Verlierer von Luma und mir. Ja, selbstverständlich. Und jetzt sehen wir Akuma gegen Dusan. Wo ist denn Dusan? Ach, Dusan und Luma sind Essen holen schon wieder. Dann müssen wir Losers Bracket. Dann lass Hebi und KP am Stream. Haben die schon angefangen? Nee. Okay, gut. Ich gehe das mal organisieren schnell. Ich gehe mal Phil suchen. Wir haben KP gefunden. Es wird ein Match geben. Peach gegen Captain Falcon. Eins der schlechtesten Matchups für Peach. Wenn nicht das schlechteste überhaupt. Aber KP. Immer wieder für Überraschungen gut. Haben beide Papier gemacht? Nee. Ah. Ich habe auch mit dem Stein gewonnen gegen Hebi. Thank you.
Dreamland, Dreamland kann es werden. Ja, wird es ja. Dreamland ist für Captain Falcon eine sehr, sehr gute Stage. Für Peach allerdings auch nicht zu unterschätzen, wegen dem Recover-Vorteil natürlich, weil sie nie stirbt. Schönes Anti-Edgeguard-Knie hier von Hebi. Oh, da wollte Philipp ein bisschen zu viel mit der Forward Aerial, sehr, sehr optimistisch da reingegangen. Er sollte mehr auf Neutral Aerials bauen, weil Hebi sehr, sehr schwer zu treffen ist und die Forward Aerial erfordert außerordentliche Präzision. Schöne Combo Break Neutral Aerial und reicht nicht. Das reicht uns! Ja, Mann. Fehlt nur noch die Peitsche. Oh, und Hebi fällt durch die Kante. Loch in der Hand. Da, Knie. Da wollte die Down Smash von Phil rauskommen. Oh, sehr schön. Oh, da hätte er noch ein Back, noch eine Back Area machen wollen. Da war eine Abwehr. Schön. Ja. Ich predikte ein Knie in 20 Sekunden. Merkt ihr die Zeit? Ich gucke auf den Timer. Ja, ja, das war 56. 10 sind vorbei. Aber genau in 20 Sekunden. Oh, okay. Arts Predict. Oh, da wollte es kommen. Okay, klar. Und es war die Up-Aerial. Es war 2 Sekunden zu spät, aber. Edo hat gerade eben 20 Euro verloren. Was? Ich hab gar kein Geld. Das glaube ich, du hast es ja verloren. Phil? Sehr soliden Vorsprung aktuell. Aber da kommt die Back Aerial von Hebi, sehr schön gespaced. Schönes Knie. Regrab, Neutral Aerial. Rackt 50% innerhalb von kürzester Zeit. Philipp mit der Back Aerial. Oh! Oh! Oh, da wollte er das. Oh mein Gott, die Up Aerial, Junge. Auf jeder anderen Stage hätte er das gekillt wahrscheinlich. Ja, zu viel N64 halt hier. Schöne Down Smash. Das Dash Dance von Hebi unterbunden. Hebi steht schon ein bisschen im Nachteil, aber ich glaube, der wird es irgendwie noch reißen. Ich meine, Captain Falcon, Peach Matchup. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ausgeht. Aber, schönes Knie. Aber Phil ist ein sehr erfahrener Spieler und er spielt gern gegen Captain Falcon tatsächlich. Wirklich? Ja. Das ist traurig. Oh! Er hat ihn irgendwie gerettet. Ja, er wäre tot gewesen, das ist klar. Oh, da war der halbböse. Schön den Turnip-Treffer noch mitgenommen und so führt Philipp wieder einen gesamten Stock. Schöne Back-Aerial da. Und Hebi. Oh mein Gott! Und Phil holt das erste Match 2-Stock. Wow. Gegen Phil darfst du auch keine doofen Fehler machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist, der holt es auch irgendwie mal weg. KP hat gewonnen. Das Ding ist auch aber irgendwie, Heber kriegt irgendwie die Kombos nicht so richtig hin. Pete ist ein bisschen zu floaty für ihn wahrscheinlich. Die Down Smash auf der Plattform. Philipp musste immer darauf achten, macht übrigens am Anfang jedes Matches eine Anstands-Down Smash, egal wo er steht. Okay. Ja, schönes Moonwalken. Ob Battlefield so eine gute Wahl war? Weiß ich nicht, aber man sieht schon, dass der Heber schon ein bisschen Lead hat. Ich glaube, er mag die Stage sogar. Ja, ja. Das stimmt. Aber ich hätte vielleicht eher Stadium genommen. Aber vielleicht hat Philipp das gebannt. Also man sieht schon, Heber hat schon einen kleinen Vorsprung. Also ja. Aber Hebi macht ja auch andauernd SDs. Ja. Das gehört zu seinem Gameplay. Er muss fancy spielen. Ja. Der muss sterben. Das ist so eine Bürde, die er sich auferlegt hat. Philipp wollte wieder mit dem Turnip sozusagen die Fläche unten covern und mit der Neutral Aerial die Fläche oben, aber Hebi sehr schön sich selbst positioniert da. Diese Down Smash, die Hebi immer reinläuft, ne? Ist unglaublich. Ja. Philipp macht die Down Smash auch immer richtig dreckig so. Du denkst gar nicht, dass der die treffen kann. In dem Moment würde niemand eine Down Smash machen außer ihm. Er hat echt den komischsten Style der Welt so. Und das Knie. Up Aerial Knie. Sehr schön. 2 Stocks. Hebi führt 2 Stocks, ja. Und da, wir sehen kein Forward Throw. Nein, weiser Up Throw, Neutral Aerial. Und schön mal das Gemüse aus dem Boden holen. Ja, Philipp war gerade nicht so sicher mit dem Gemüse. Ich glaube, er ist ein bisschen aufgeregt. Forward Throw, natürlich.
Okay. Noch ein härterer Predict. Stitch Face in einer Minute. Okay. Ich glaube, das Match läuft keine Minute mehr. Auch ein Predict. Okay. Zweimal 5% und... Oh. Oh, der Sniper! Sie treffen immer! Das macht aber Kappe irgendwie schon gut, ganz gut, kann es sein? Mit den Turnips? Ja, sie treffen immer. Das sagen wir seit Jahren schon, weil er macht manchmal die verrücktesten Turnip-Scheiß-Aktionen so. Er trifft die wirklich immer. So, wenn es wichtig ist, weißt du? Es gab halt Turniere, wo er kein einziges Turnip verfehlt hat. Und die immer gut waren einfach. Er kann echt nichts, aber das kann er. So. Das hat er bestimmt geübt. Ja. Er ist auch hyped für Smash. Er hat richtig Bock wieder. Sagt er zumindest. Schöner Up-Aerial, ne? Okay, wir haben noch eine halbe Minute, bis meine Prophezeiung erfüllt wird. Wenn Heli es schafft. Also haben wir schon zwei Stocks gezogen bekommen. Ich will diese Prophezeiung sehen. Jetzt kommt Combo. Bisschen mehr Pressure, ja. Oh, oh, oh mein Gott! Oh shit! Der Phantom Hit. Komm, mach das Knie jetzt, mach das... Oh, okay, wir haben beide unsere Wette verloren. Okay. Oh, die YouTube Area knapp verfehlt. Knie, ja. Schöne Nähe von Philipp, mein Gott. Die war sogar geschaffelt, wie ein richtiger Fox-Spieler. Jetzt kommt's zurück, jetzt... Ich glaube. Jetzt Comeback? Nächste Aktion ist... Ich bin bereit für ein Comeback, Junge. Ich glaube, das kommt keins. Ich glaube, er reißt es... Er hat den Sprung verloren. Ja. Oh, Hemi mit dem Disrespect Falcon Punch in der Luft. Wow. Back Air. Falcon Punch. Der ist einfach Hemi. Er ist Hemi. Ja. Sein Captain Falcon ist schon krass. Ganz ehrlich. Best auf 3. Keine Winners Final Best of 5 Scheiße. Philipp counterpickt auf Pokémon Stadium. Ob das so eine gute Idee war? Frage ich mich. Hat Peachy sogar einen großen Nachteil auf der Stage? Sehr, sehr großen, ja. Wahrscheinlich den größten, den sie irgendwo haben kann. Schönes Knie. Und da kommt das Knie. Jetzt noch eins? Okay. Philipp hätte Dreamland nehmen können übrigens. Ja. Nach der neuen Dave Stupid Rule darf er Dreamland nehmen, weil die gestrikte Stage so neutral ist für beide, dass sie nicht mehr unter die Dave Stupid Rule fällt. Dave Stupid Rule besagt, dass du nicht die Stage counterpicken darfst, auf der du zuletzt gewonnen hast. Okay. Oh! Schöner Nair. Kommt Hebi zurück? Nein, er schafft es nicht. Oh, wenn da jetzt ein Up-Aerial von Philipp gekommen wäre, wäre das zu sick gewesen. Alter, auf jeden Fall schon viel Momente gehabt. Winner Semi. Hab gegen Hebi gewonnen, 2-0. War, darf ich auch einen haben? Ja, ja, ne, ich muss gleich wahrscheinlich direkt davon dreimal niesen. Kennst du das? Black and yellow, black and yellow. Warte schon. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Das ist übrigens der Pikachu-Soundtrack. Ah, Philipp wieder mit der sehr, sehr aggressiven Down-Smash, die er da haben wollte. Trifft natürlich nicht, wenn Hebi springt, ganz klar. Oh, und Philipp geht in Führung. Mal sehen, wie es sich auch wenden wird. Das Set ist Hype. Auf jeden Fall. Er hat offen gesagt damit gerechnet, dass Hebi Philipp rasiert. Aber Philipp ist zu erfahren, um sich rasieren zu lassen. Naja, ist sehr even, also ja. Kann doch so viel passieren. Wenn man sich auch überlegt, was für eine was für ein schlechter Counterpick das ist von Phil, ne? Ja. Das ist echt ein scheiß Witz. Aber solange er die Stage mag, er wollte definitiv Plattform und vielleicht wollte er auch einfach keine Top-Plattform, weil er merkt, dass er Captain Falcon nicht hinterherkommt auf die Top-Plattform, ja. Weißt du? Ist ja ziemlich langsam, was okay, Perfect Shadow predicted, Hebi ist broken und es ist Schluss. Philipp gewinnt. Predicted Perfect Shadow. Also, Hebi hat gerade schon viel Momente. Oh, oh mein Gott! Oh Philipp, mein womöglich Gott. Aus dem letzten Stock in seinem Turnier, Commentator's Curse. Das war zu schlimm. Ja, man sieht schon, dass Hebi gerade Momentum hat. Oh, schönes Knie. Momentum hat. Aber KP666 gibt sich nicht geschlagen. Nee. Aber diese Combo. Oh mein Gott! Da wollte er den Falkenpunch treffen, ganz disrespektvoll. Er lächelt auch ganz schäbig in die Kamera. Und Philipp, oh er steht Gott. Im letzten Stock. Wie ärgerlich. Und somit ist er raus. Hebi ist weiter.
2 zu 1.